Merci, Jury. Aus der Vergangenheit in die Zukunft. Doch bevor das Programm... From the fading light I fly, rise like a phoenix, out of the ashes seeking rather than vengeance. Der Song Contest wird 2015 eines der großen Programmhighlights im ORF. Unter dem Motto Building Bridges steht dann auch Conchita Wurst wieder auf der Bühne. Hast du dich schon damit beschäftigt, wie das sein wird nächstes Jahr? Nein, ich habe mich eigentlich mit dieser Situation noch gar nicht beschäftigt. Ich habe mich mit dem Drumherum beschäftigt und wie wir uns darauf vorbereiten und was meine möglichen Rollen sein könnten. Aber auf diese Emotionen habe ich mich noch gar nicht eingelassen. Also ich bin definitiv entspannter. Also das sicher. Ich werde es auf jeden Fall anders genießen als letztes Jahr. Es ist auf jeden Fall ein Kapitel Fernsehgeschichte in Österreich, keine Frage. Und ich bin sehr demütig vor dieser Aufgabe. Es ist ein Riesenteam. Wir haben die besten Leute dafür zusammengestellt und ich glaube, wir werden es zusammenbringen. Wir freuen uns drauf. Wir haben, glaube ich, uns mächtig ins Zeug gelegt, dass er nach Wien kommt. Und wir glauben, wir werden in Wien ein tolles Fest für ganz Österreich ausrichten. Wäre es auch eine Möglichkeit, nochmal anzutreten oder kommt das gar nicht mehr in Frage? Nein, ich würde nie wieder beim Song Contest antreten. Ich habe gewonnen, was will ich mehr? Mal gewinnen. Nein, das ist erstens sehr unwahrscheinlich und zweitens müsste ich dann, um mich glücklich zu machen, müsste ich mit einer höheren Punktzahl gewinnen. Ich weiß nicht, ob ich das machen wollen würde. Während Sie